Mit Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like Dragon Ishin. Wir fahren fort, wir machen den ersten Dungeon komplett fertig. Also es fehlen noch drei Kämpfe bis zum Boss, oder eher gesagt zwei Kämpfe, und der dritte ist dann der Boss. Genau, das wollte ich mir mal angucken. Die anderen zwei werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich verliere mittlerweile echt das Interesse am Spiel. Also nicht das Interesse am Spiel an sich, es macht mir schon Spaß, aber es ist halt nicht mehr so grindy oder so storylastig, wie ich es mir wünsche. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den Drang, großartig weiterzuspielen. Ich denke mal, diese und noch eine Folge werden wir machen. Wir werden auf jeden Fall das hier fertig machen und dann werden wir nochmal versuchen, alle Sachen, Zutaten für die letzten Rezepte vom Landhaus zu machen. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit dem Like a Dragon Ishin Let's Play. Dann wird uns wahrscheinlich Ende des Jahres dann ein neuer Yakuza oder Like a Dragon Teil erwarten. Also es ist nur ein Zwischenteil, bis nächstes Jahr dann der neue richtige Titel rauskommt. Aber da lassen wir uns überraschen, was auf uns zukommt. So, besiege den Speertrupp. Das machen wir. Oh, die sind schon gleich hier vorne. Aue! Alter, sind das viele. Aua! Aber man merkt schon, dass sie langsam deutlich mehr Leben haben. Oh, bitte greift nicht den an. Oh, er greift natürlich den an. Er hätte ruhig mal einen anderen angreifen können. Aber egal. Komm, mach, mach. Nein, Ichiban vergeudet. Ah, das ist immer so blöd, ne? Ja, das blöde Huhn, Alter, das macht mir doch wieder einen Strich durch die Rechnung jetzt. Ja, habe ich doch gesagt. Wieso läuft mir das denn alles hinterher, das Kackteil, Alter? Das blockiert mich auch die ganze Zeit. Oh, perfekt. Mörderschellen. Okay, also es gibt auf jeden Fall immer deutlich bessere Materialien inzwischen in den Dungeons. Ja, komm. Wieso setzt du den denn immer so früh ein? Der setzt. Also, Ichiban wird immer zum komplett falschen Zeitpunkt eingesetzt. Was ist denn das? Dogtag? Ach so, so ein Ding. Nein. Ich mache jetzt mal Freitänzer wieder. Warte, ich will mal ganz kurz. Okay, also man sieht ja links die Waffen, die ausgerüstet sind in dieser Kampfklasse. Da verstehe ich jetzt aber immer noch nicht, wie ich auf den Speer zugreifen kann. Ich will mal was probieren. Was ist, wenn ich... Oh nein, falsch. Wenn ich bei Ausrüstung mein Schwert rausnehme, dann bin ich ja bei Spezial wahrscheinlich, ne? Ah, okay, ich kann das nicht abrüsten sozusagen. Ich kann nur ein anderes Schwert ausrüsten.
Da verstehe ich beim besten Willen nicht, wie ich hier das hier machen soll. Ja, ich habe davon alles gar nichts. Egal, machen wir weiter. Warum hält er denn so viel aus? Oder warum hat er denn so gut blockiert gerade? Mach doch! Böse. Oh, er ist noch nicht tot. Also ich sag ja, die halten inzwischen mehr aus. Nein. Ich dachte, ich habe ihn ausgetrickst. So, kann ich hier lang? Okay, ich kann hier anscheinend nicht lang. Der Schuss müsste jetzt ein Finisher sein. Genau. Nix drinne. Warte mal. War hier noch ein anderer Weg? War jetzt auf einmal, oder was? Eben gerade konnte ich das Tor nicht kaputt machen und wurde auch nicht angezeigt. Ja, egal. Jetzt haben wir es wenigstens. Weil ich mich gerade so gewundert habe, warum die Markierung auf der Karte mir in die andere Richtung zeigt, obwohl da eigentlich gar kein anderer Weg mehr war. Ich rühre mich jetzt bis zum Anfang zurück. Ich habe schon geahnt, dass die hinter mir auftauchen. So, wo gehen wir lang? Gehen wir erstmal links, gucken wir erstmal. Ja, genau. Das war die richtige Entscheidung. Dann sind wir hier schnell raus. Ach, da sind wir schon beim Boss anscheinend. Ja, da gehen wir rein. So, warte, bei dem den Finisher machen, damit er schon mal weniger Leben hat. Ah, nein. Aber es ist, lebt nur noch einer neben dem Boss. Ja, komm, zieh mir doch ab, was du willst. Meine Heilerin holt mich eh gleich wieder zurück. Ja, ein richtiger Boss ist das jetzt für mich auch nicht. Der ist gar nicht so strong. Das war's für den. Gut, dann fehlt nur noch der Dungeon Nummer 9. Und dann sind wir beim ersten Endboss. Beim ersten großen Endboss, sage ich einfach mal. Besiege den Schusswaffentrupp. Das wird jetzt bestimmt ein bisschen schwerer.
Und danach müssen wir den Ronin oder was das für einer ist, töten. So, gleich erstmal einen Hebel betätigen. Ach, der hat die Tür hier aufgemacht, perfekt. Aber was die können, kann ich auch. Ich kann auch einfach mit meiner Schusswaffe jetzt hier alle kalt machen. Dann kann ich das auch ein bisschen leveln. Ich sehe zwar seine Lebensanzeige nicht, aber er ist schon tot. Was ist denn das hier? Oh, ich dachte, ich kann da rein. War einfach nur ein tiefes Loch. Ich könnte ja auch schon mal meine ganzen Fähigkeiten ja einfach schon mal leveln, weil ich habe ja fast bei allem was. Straßenkämpfer habe ich ein. Göttlicher Segen, ja. Warte mal, was waren das hier oben? Ja, okay, ich habe zwar welche, aber ich habe die, glaube ich, gerade nicht im Inventar. Straßenkämpfer Rang 3, Gesundheitserhöhung. Ja, das machen wir dann wann anders mal. So, Schwertkämpfer haben wir sogar zwei. Verbesserte Hitaufladung, ja. Und hier unten, was wir irgendwas gefunden haben. Prächtige Technik, Morgennebel. Während des Ausweichens Dreieck drücken. Ey, so, Schwertkampf Rang 3. 5. Was? 4 und 5, Trottel. Gesundheitserhöhung. Ja. Dämonischer Segen, Gesundheitserhöhung. Hochschlagender Mahlsturm. Essenz des Faschierten. Egal. Revolver haben wir zwei sogar. Plötzlicher Schlag. Ja. Ja, eins benutze ich eigentlich nie. Essenz des Wandputzes. Ah, okay. Ein Finisher an der Wand. Gesundheitserhöhung. Rang. So, Freitänzer haben wir auch noch ein. Warte mal, ich will lieber hier, weil hier sind wir bald durch. Rang 9. Ich mache jetzt einfach meine letzten freien Sphären, mache ich einfach hier hin. Das kann ich nicht freischalten, ne? Ne, das muss ich finden. Dritter Schritt. Ja. Gut, weiter geht's. Jetzt haben wir erstmal alles hier ausgelevelt. Ich gehe erstmal hier lang gucken, was hier so ist. Ach, nix. Jo, zwei Kisten und nur ein so ein Ding. Aber der steht so blöd da. Das ist ein bisschen doof, dass er nicht gleich automatisch in die nächste Richtung zielt. Oh, eine Schutzweste. Holzbrustpanzer, das können wir auch gleich ausrüsten. Wenn wir schon hier verbesserte Sachen finden. Na, das auf jeden Fall nicht. Oh. Der Holzhandschuh, den wir gefunden haben, ist sogar besser als den, den wir gecraftet haben. So, gucken erstmal, was hier ist. Okay, da geht's zum Boss. Und hier ist halt bestimmt noch ein letzter Sammelraum. Ja. Schutzfächer. Ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Ich glaube nämlich nicht, ne? Nee. Bestimmt Crafting-Material oder irgendwas, um einer Freundin was zu schenken. Oh, ich wette, die stehen da mit Gewehren drin, oder mit Miniguns oder sowas.
Erstmal die hier kalt. Aus der Entfernung. Nein, ich wollte doch ausweichen. Hey. Oh, der soll doch nicht den angreifen. Er soll doch erstmal den hier angreifen. Oh, das war ein cooler Move. Da kann ich den Finisher machen? Ja. Boah, in die Klöten. Aua. Gleich nochmal. Ah, hat nichts gebracht. Nein. Ja, von hinten. Kann ich den eigentlich packen? Ah, okay. Das war's eh für den. Ne, doch nicht. Also es hat den nichts angehabt. Aber er ist jetzt tot. Ich dachte, der hätte vielleicht auch eine Waffe, also eine Pistole oder ein Gewehr oder sowas, aber anscheinend nicht. So, verlassen. Genau, und jetzt geht's zum letzten Boss. Alles mit A abgeschlossen. Meine höchsten Charaktere sind 64. So, Einsatzbeginn. Auf geht's zum letzten Schwierigkeitsgrad. Hier. Wie viel gibt's denn überhaupt? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sterne gibt's. Keine Belohnung. Aber dafür... Achso, mögliche Materialien. Ich dachte, die kriegen wir alle da. Aber anscheinend ist das random. Ah, wir sind direkt bei ihm. What? Oh no. Oh no. Alter, haben wir schon gut Leben verloren. Der wird jetzt bestimmt massive. Der leuchtet schon grün. Also der ist bestimmt verstrahlt. Oh, direkt der Bär am Angreifen. Ach man, er hat aber den Falschen angegriffen. Er sollte direkt den Boss angreifen. Ach, er greift aber nochmal an, das ist schon mal gut. Ach nee, das war der Wisser. Gegen den haben wir schon mal gekämpft in einem Dungeon. Nicht in einem Dungeon, aber in irgendeiner Story-Quest. Ey, block doch. Nein, der Ficker wurde geheilt. Dieses dumme Huhn. Nein. Oh, Ichiban ist weg. Oh, ich heil mich mal kurz. Zur Sicherheit natürlich. Boah, Alter, das bringt so viel Leben. Ach, das ist Köder, klar. Ich habe mich gerade gewundert, warum mein Leben sich nicht auffüllt dadurch. Das sollte mir eigentlich reichen. Ey, 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 ey. Ah,
Also so stark ist er jetzt nicht, aber ich glaube, wenn wir den nicht ganz so weit am Ende vom Spiel gegen den gekämpft hätten, ich glaube, der hätte uns schon kalt gemacht. Aber ich habe auch gerade keine Angst, weil ich so viel starkes Essen habe, was mich komplett aufheilt. Deswegen wäre das eigentlich wo was blutiger Stoff. Okay, mehr gibt's hier nicht. Er hat nur diese Scheiße hier fallen gelassen. Der blöde Sack. Wie hoch kann ich natürlich auch nicht. Hm, naja gut. Also müssen wir hier wieder verlassen. Okay, das war jetzt nicht so spannend oder herausfordernd, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Hm, naja, egal. Okay, also weitere Dungeons werden wir jetzt erstmal nicht mehr machen, wie gesagt. Sollte die vorletzte Folge sein. Ich werde mich jetzt erstmal, sag schon, zur... Wo wollte ich eigentlich hin? Achso, genau, zu unserem Haus. Da gucken, für welche Gerichte ich welche Zutaten noch brauche, um die dann zuzubereiten. Bis auf das letzte, was wir eh noch nicht freigeschaltet haben, weil wir das wo auch immer durch irgendeine Sidequest erst bekommen. Ah, genau, hier Schnellreise. Chemie war, glaube ich, richtig abgehoben. Genau. Das war richtig. So, wir gehen nochmal zu der Katze hier. Gehe ich mit ihr nochmal baden. Ja. Mal gucken, ob sie jetzt komplett uns mag oder noch nicht. Ob die Leiste voll ist. Nee, noch zwei, drei Mal wahrscheinlich. Aber ich glaube, brauchen wir jetzt eh nicht mehr bei uns zu Hause. Genau, hier ist auch schon inzwischen alles gewachsen. Haben wir hier Eier? Nö, haben wir gerade nicht tatsächlich. Schade. Wir können alles ernten. So, alles ernten, genau. Zurücksetzen, Ackerplan. Spontan. Gut, dann einmal Dünger verteilen. Alles ernten, was schon geht. Okay, und das andere ist bald fertig. Und wir haben wieder 13.000 Tugend. Also das geht richtig schnell gerade. So, können wir ihr irgendwas geben, was wir gefunden haben? Ne, können wir leider nicht. Oh, Entschuldigung. Ja. Hä? Ich hänge fest. Okay, so, dann wollen wir doch mal gucken, was uns noch fehlt für die letzten Gerichte. Also, uns fehlt noch Skorpionfisch zweimal. Dann fehlt uns Chilischote. Ne, vorhanden, wir haben mehr als genug davon. Und Knoblauch dreimal, okay. Dann, wie gesagt, das können wir nicht. Wir müssen da irgendwie wahrer Koch. Ach, wir müssen unsere Küche nochmal erweitern, aber haben wir doch schon komplett. Keine Ahnung. So, dann hier brauchen wir zweimal Aal. Und den Rest haben wir auf jeden Fall. Hier brauchen wir 15 Hühnereier. Wir haben 9. Der Rest haben wir auch genug da. Hanamura-Kästchen. Brauchen wir zweimal gesundes Omusobi. Noch einmal belebende Miso-Suppe. Und das andere haben wir auch. Und heilendes Gedeck brauchen wir. Da brauchen wir noch einmal Tekka aller... Was? Allerlei? Achso, ja, okay. Was auch immer das ist. Und beim letzten Schafer Chanku-Topf brauchen wir Jeyo-Krafttopf
und einmal Japan-Huchen. Ich würde sagen, das gucke ich einfach alles auf Stream, weil ich muss jetzt wirklich jeden scheiß Laden abklappern, um das zu finden. Und dann würde ich sagen, hole ich euch wieder dazu in der nächsten Folge, wenn wir alle Zutaten haben für die Gerichte und die letzten Gerichte dann zubereiten. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und ciao.